Hallo zusammen. Heute gibt es mal wieder was ganz Scharfes. Hähnchenschnitzel mit Paprikareis. Natürlich habe ich meine Hähnchenschnitzel rechtzeitig aus dem Tiefkühler geholt zum Auftauen. Reis und die Paprika-Aufbereitung, die habe ich immer zu Hause. Und hier noch ein kleiner Rückblick. Die Hähnchenbrust zusammenschneiden, einfrieren. In Alufolie nicht, sondern in Frischhaltefolie. So, und jetzt geht's dann los. Alles eingepackt und ich habe es jetzt wieder aufgetaut auf dem Küchenpapier und anschließend auch wieder gut abtupfen und dann werden sie gewürzt. Ich würze gerne mit Curry bei Hähnchen. Und dann natürlich Salz und Paprika dazu. Pfeffer brauchen wir keinen, da ist der Reis dann anschließend zuständig. Gut würzen und bereitlegen. Und dann natürlich auch den Reis vorbereiten. Zumindest mal die Menge feststellen, welche ich kochen will. Und hier in dieser Tasse, da habe ich mein Maß darin. So viel einfüllen in die Tasse, dass für zwei Personen dann ausreichend ist. Ja, und dann die Paprika-Zubereitung natürlich aus dem Glas. In der Küche kann ich mit den fertigen Zubereitungen nicht verzichten auf diese. Beim Backen ist das anders, das habe ich gelernt. Und kochen kann ich ja nicht, habe ich ja schon im Eingangsvideo deutlich gesagt. Für den Reis könnt ihr natürlich ein Risotto kochen oder so wie ich einfach im Salzwasser. Da gebe ich noch immer etwas Kurkuma dazu, damit der Reis auch schön gelb wird. Und da wird er dann eine Viertelstunde etwa gekocht, bis er weich ist. In der Zwischenzeit die Butter, die Margarine, ich koche mit der Margarine, vorbereiten und dann die Hähnchenschnitzel, wenn der Reis halb fertig ist, einlegen und langsam anbraten, durchbraten, umdrehen und jetzt den Herd ausschalten, Reis abschütten und jetzt kommt dann die Paprika-Zubereitung dazu. Je nachdem, wie scharf ihr das haben wollt, kommt das einfach darunter. Ihr könnt auch natürlich das dann unter den Risotto geben und ich hab einfach nur einen einfachen Reis. Tja, auf das Teller. Inzwischen ist auch die Hähnchenschnitzel durchgezogen. Die darf man ja nicht zu lange kochen oder braten vielmehr in diesem Fall. Dann werden sie steinhart richtig erwischen und dann sind sie wunderbar weich. Tja, und euch wünsche ich guten Appetit. Macht einen guten Salat dazu. Und dann tschüss, bis zum nächsten feinen Menü.